Hallo und herzlich willkommen zu einem XXXXLDM-Haul von mir. Ich war mal wieder einkaufen, denn es ist Anfang des Monats und das heißt für mich, dass ich meinen ganzen Monatsvorrat wieder auffülle. Und das heißt natürlich auch, dass ich ein Video für euch abdrehe. Und das heißt außerdem, dass ich wieder meine berühmt-berüchtigte Kiste mit am Start habe. Diesmal ist sie blau, aber ich glaube inzwischen ist dieses Utensil berühmter, in Anführungsstrichen, als der ganze DM-Haul. Und die ist so knackevoll. Ich kann euch das ja mal zeigen. Das ist alles kosmetische Sachen und Pflegezeug, was ich alles für mich gekauft habe. Und es ist unendlich viel geworden. Ich weiß gar nicht, was ausgebrochen ist. Wahrscheinlich, weil ich kurz vor der Geburt stehe und noch so einige Sachen brauchte. Und die Kiste hat eigentlich auch nicht mehr viel Platz hier auf dem Stuhl. Und deswegen würde ich sagen, ich lege gleich los, bevor hier noch alles runterfällt. Und wie immer ist das Video in drei Kategorien unterteilt. Und zwar in, ja, wie gesagt, Kosmetik, Pflege für mich. Und danach gibt es Babyprodukte und ganz zum Schluss Haushaltsprodukte. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Diesmal gab es auch bei DM mehr Auswahl als beim letzten Mal. Und da habe ich kosmetisch gesehen mehr zuschlagen als beim letzten Mal. Also beginnen wir. Das erste, was mir ins Auge sticht, ist natürlich der Bilou Badeschaum. Den habe ich mitgenommen. Ich musste ihn mitnehmen. Ich hatte ja das letzte Mal Cherry Blossom und jetzt habe ich Tasty Donut genommen. Und der riecht so gut. Ich wollte ja eigentlich mir nicht nochmal einkaufen, aber da ich diesen Duschschaum beim ersten Mal so toll fand, dachte ich mir, ja, dass ich den wieder mitnehme. Und der riecht so etwas süßlich. Ja, irgendwie total, als würde man reinbeißen wollen. Also total lecker und ich werde ihn definitiv austesten, beziehungsweise ich habe ihn ja eigentlich schon ausgetestet. Von der Konsistenz her ist er wirklich total fluffig und schaumig und lässt sich auch gut zum Rasieren benutzen. Und ansonsten hält der Duft wirklich Ewigkeiten, also einen ganzen Tag lang. Und dann, meine Lieben, habe ich was ganz Tolles entdeckt und zwar ein Eos Dupe. Also ich weiß, ich kenne das gar nicht. Also ich habe es gesehen und ich fand, das sieht so toll aus, dass ich es einfach mitnehmen musste. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles aufbrauchen soll. Ich habe gefühlt schon 300 Lippenpflegeprodukte und irgendwie so viele Lippen habe ich gar nicht, um das alles aufzubrauchen. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, wie das riecht. Wir können das ja mal aufmachen zusammen. Und der fässt sich auch sehr, sehr schön an. Also von der Haptik her ist der total toll. Ich glaube, ich bin jetzt schon verliebt, um Gottes Willen. Ich wollte euch ja eigentlich nicht anstecken, aber das Ding, das ist so toll. Kennt jemand diese Marke Balmy? Ich habe die noch nie gesehen. Also so spitz zulaufend und der riecht total lecker jetzt natürlich. Kann ich es nicht ausprobieren? Ich habe ja Lippenstift drauf, das habe ich ganz vergessen. Also der ist richtig, richtig toll. Den habe ich allerdings bei DM nicht gefunden, sondern bei Rossmann gesehen. Aber es kann natürlich sein, dass er auch bei DM im Sortiment ist, also bei eurem DM, wenn der noch größer ist. Und deswegen dachte ich mir, muss ich den einfach vorstellen. Der ist so toll. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ich habe gestern mein Make-up all weggeschmissen, weil ich unter einem Video von mir gelesen habe, dass dort mehrere Zuschauer schon Schimmel in dem Make-up-Ei hatten. Und ja, ich sollte es mal aufschneiden. Das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, ich habe es einfach weggeworfen, weil meins ja von Ebelin war und die sind, glaube ich, nicht so teuer. Und jetzt habe ich mir das hier geholt. Das ist das neue. Also das ist ein neues und das sieht so aus. An der Seite, ich blende es euch auf jeden Fall nochmal ein. Und das nehme ich dann halt, um Make-up zu verblenden und meinen Concealer und mein Puder. Genau, deswegen habe ich das nämlich auch gekauft. Und wie in meinem letzten DM-Haul hat mir meine Freundin ein Parfüm geschenkt. Und da habe ich mich jetzt durchgeschnuppert. Das Parfüm habe ich ja noch. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich verlinke euch mal den letzten DM-Haul hier oben. Ich bin schon etwas aus der Puste. Kleine Baby macht sich sehr viel Platz dort unten. Auf jeden Fall habe ich dann dieses hier mitgenommen. Und ich sage euch, ich bin wirklich verliebt. Ich habe es vorhin getestet. Es riecht immer noch. Und das wahnsinnig Tolle ist, also wer zumindest auf diese pudrigen Düfte steht, für den ist das definitiv was. Das riecht so, so toll. Und zwar heißt das Spirit, also die heißen ja alle Spirit of Kashmir Mask Eau de Parfum Paris. Und es riecht wirklich so pudrig, so, ich kann das gar nicht beschreiben, halt so ein pudriger Duft, so ein bisschen leicht wie so eine Cremedose. Also total angenehm. Ich mag solche Düfte wirklich sehr, sehr gern. Ich habe mir ganz unspektakulär Zahncreme gekauft und die ist von Lavera. Plus 33% mehr Inhalt und das ist eine Sorte, ich muss mal gucken, Sensitiv Zahncreme mit Biokamille und Natriumfluorid, die hatte ich schon des Öfteren und bin mit der sehr zufrieden. Falls es einige noch nicht wissen, ich bin ja schwanger und entbinde wahrscheinlich nächsten Monat. Und das heißt natürlich auch, dass mein Freund dann mit im Kreißsaal sein wird oder beziehungsweise mich begleiten wird. Und da habe ich schon mal etwas vorgesorgt und ihm Studentenfutter gekauft. Und zusätzlich noch, ich suche, und zusätzlich noch diese Honigwaffeln, die sind total lecker.
Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass die noch zugeblieben sind, denn normalerweise wären sie jetzt wahrscheinlich schon leer, wenn ich sie nicht dafür zweckentfremden würde, dass sie in meiner Kliniktasche landen, damit er, falls es in der Nacht ist und er nichts zum Essen hat und der Kreislauf nicht mitmacht, dass er dann eben etwas zu sich nehmen kann. Aufgrund dessen, dass ich demnächst entbinden werde, habe ich mir natürlich noch Traubenzucker mit eingepackt. Ob ich das letztendlich in der Situation nehmen werde, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es mir erstmal mit einstecken und zur Not kann ich es immer noch Elias geben oder ich nasche es selber auf. So etwas Unspektakuläres sind Ohrenstäbchen und Buttpads. Die sind leer gegangen und ich nehme immer diese geriffelten, mit denen komme ich am besten klar. Die sind auch von Emeline und 140 Wattepads, 100% Baumwolle. Auf jeden Fall habe ich noch was total Spannendes für euch. Ich sag's euch, ich habe noch nie solche Farben gesehen, aber das zeige ich euch gleich, wenn ich mich hier durchgeackert habe. Ich beeile mich auch wirklich, denn es ist ja wirklich sehr viel und das letzte Mal, ich übertreffe das ja immer, jetzt liege ich ja bei einer halben Stunde, das wollte ich diesmal eigentlich nicht machen. Dann habe ich mir noch einmal Magnesium mitgenommen und das ist hochdosiert, 500 Milligramm sind dort enthalten. Und das finde ich, also das habe ich bis jetzt immer genommen, das fand ich sehr gut. Einmal die Sofortphase und die zweite Phase ist dann die Depotphase. Also ja, so sieht das aus und mein Freund nimmt das auch und deswegen muss ich das wieder mit. Als ich bald meine Kliniktasche packe, habe ich mir das hier geholt. Und zwar sind das Gesichtspflegetücher und die sind neu, die sind von Nivea und ich mag Nivea total. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die sind. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch schon mal getestet hat. Ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und die Würfel in meinem Mund verfangen sich, merke ich gerade. Auf jeden Fall gab es da zwei Packs für eins, also zwei für eins. Auch wieder etwas, womit ich nichts anfangen kann, aber es ist für meinen Freund. Und zwar sind das, ja, was, wie heißt das denn? Kontaktlinsenflüssigkeit. Für welche Kontaktlinsen? Also ich habe bis dato immer noch Augen wie ein Adler. Das heißt, ich sehe jeden einzelnen von euch. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, ja, ist das für meinen Freund und deswegen habe ich das auch gekauft. Was außerdem noch für meinen Freund ist, ist das hier. Und das ist, wie alle wahrscheinlich erkennen können, Duschbad Balea Man Ready Duschgel 3 in 1 Körper, Gesicht und Haar. Und es riecht männlich. Logischerweise. Also es riecht sehr gut. Ich muss das immer vergleichen, was zu meinem Freund passt und das passt irgendwie zu meinem Freund. Ja, es riecht sehr gut und ich kann mir das sehr gut an ihm vorstellen. Hört sich sehr gut an, ich weiß. Ja, das hatte ich das letzte Mal schon gekauft und es ist auch noch nicht alle, aber ich musste es unbedingt mitnehmen, weil ich mir dachte, ja, das kann ich gut gebrauchen, gerade wenn ich Wehen habe und mir tierisch heiß ist, dass ich mir das einfach mal ins Gesicht sprühe. Das kann man auch zum Fixieren von Make-up nehmen und ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe das ja schon mal in ein paar Videos erwähnt und es ist einfach so toll, das ist so ganz leicht. Das ist Wasser, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist Wasserspray, Aqua, pure Erfrischung für Gesicht und Körper und selbst Elias mag das. Also wir sprühen uns das immer ins Gesicht, gerade wenn es so heiß ist und es gibt wirklich eine absolute Abkühlung. Ich kann euch das hier mal zeigen. Das ist total toll. Auch noch etwas für meine Kliniktasche und zwar Zahnpasta. Eine ganz normale kleine Tube. Die habe ich mir mitgenommen, weil ich, falls es losgeht, das alles schon gepackt haben will und nicht noch extra meine Zahnbürste und meine Zahnpasta und alles Mögliche mit reinwerfen will. Und deswegen packe ich das alles schon vor und deswegen muss ich da jetzt nicht so einen riesen, wie heißt das, eine riesen Tube mitnehmen. Genau. Damit der Kulturbeutel nicht auseinanderplatzt, habe ich mir noch diese Flasche hier mitgenommen. Da kann ich dann mein Shampoo reinfüllen und das dann auch so mit ins Krankenhaus nehmen. Was ich auch als sehr wichtig empfinde, gerade nach der Geburt, wenn das Baby eben da ist, dass es eben nicht verwirrt wird durch irgendwelche anderen Gerüche, sei es durch Duschbad, durch Deo oder ja, Parfüm, habe ich mir noch das hier geholt. Einmal Balea Sensitiv, ein Duschgel. Und das ist für empfindliche Haut, das hat keinen Geruch und das riecht einfach nach nichts. Und das werde ich dann wahrscheinlich im Krankenhaus nutzen und die erste Woche oder die ersten beiden Wochen auf jeden Fall, damit ja das Baby sozusagen nur meinen Geruch riecht. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dazu habe ich mir jetzt noch einfach so ein Deo-Spray. Ihr kennt das Problem ja alle schon mit der Sonne, obwohl ich diesmal wirklich sehr, sehr viel dafür gemacht habe. Ich habe jetzt auch neue Vorhänge, aber dennoch, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Am besten werde ich die Fenster einfach schwarz lackieren und ja. Natürlich habe ich ja noch einen Monat Zeit, beziehungsweise fast anderthalb Monate bis zur Entbindung. Und bis dahin brauche ich auch noch ein normales Deo und deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Das kannte ich so noch nicht, habe ich auch noch nie vorher gesehen, das ist von Balea Antitranspirent 5 in 1 Protection. 48 Stunden frische, effektiver Schutz vor Körperbruch gegen weiße Rückstände. Sehr wichtig. Da bin ich nämlich ein Talent drin, mir das überall dran zu schmieren. Gegen gelbe Flecken, das habe ich jetzt bis dato noch nie gehabt, sowas. Milde Pflege für die Haut. Und ja, so sieht es aus. Ich muss mal gucken, ob man das überhaupt erkennt.
Aber ich glaube, man sieht es, oder? Ich habe mal ein NDM-Haul gedreht, in dem ich euch gezeigt habe, was ich mir gekauft habe aufgrund von euren Empfehlungen. Und da hat mir jemand drunter geschrieben, da gibt es aber noch eine andere Variante. Und jedes Mal habe ich geschaut und habe es nicht gefunden. Aber heute ist der Tag gekommen, an dem ich es gefunden habe. Und zwar ist das das Tonerde Absolu Anti-Schuppen-Shampoo. Neue Größe 300 ml. Und ich fand das Shampoo ja gut und ich habe immer das gesucht, aber ich habe es halt wie gesagt nie gefunden. Und jetzt habe ich es und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist. Ich mache natürlich auch wie immer wieder eine Review dann nach einem Monat über die ganzen Produkte, damit ihr dann wisst, wie die alle so funktionieren, wie die sind und damit ihr keine Fehlkäufe macht. Dazu habe ich mir dann diesmal nicht die passende Spülung geholt, sondern eine andere und zwar von Balea, die Oil Repair Spülung Tiefenpflege bei Haarschäden. Kräftig, brüchiges und splissanfälliges Haar ohne Silikone. Gut, ja, mich hat natürlich das Öl angesprochen, obwohl ich jetzt Spülung nicht so sehr reinmache, weil meine Haare sind ja weder gefärbt noch sonst irgendwas. Also die sind jetzt nicht so extrem kaputt, aber ab und an mal mache ich das schon rein und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Die Pflegeprodukte haben wir fast geschafft und dann zeige ich euch die Highlights. Ich bin schon so gespannt, euch das zu zeigen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt noch, was ich an Pflegeprodukten habe. Und zwar sind das einige Masken und ein paar Badezusätze. Also einmal habe ich das hier geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin. Hab dich lieb, ist es nicht niedlich? Badekristalle, Himbeere und Preiselbeere. Schön, das ist die Kamera stoppt ständig und ich weiß leider nicht, wo ich meine Fernbedienung hingelegt habe. Deswegen muss ich das immer wieder manuell machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und dann habe ich das hier noch mitgenommen und da kann man ja immer dran schnuppern. Dresdner Sens ist zwar relativ teuer, sie kosten 1 Euro, aber ich teile mir das dann immer auf und mache dann immer 2 Bäder draus. Aber das riecht so gut. Ich finde immer, die duften alle so nach Parfüm, also die sind so intensiv und da geht man auch sehr, sehr gerne baden. Sommerregen ist das jetzt, das Modell Sommerregen Pflegebad mit sommerlichem Duft Limited Edition und das riecht wirklich sehr, sehr schön. Also falls ihr mal bei DM seid, dann schnuppert da mal dran. Und dann hat mir meine liebe Freundin noch das hier geschenkt und zwar die Cremeölmaske mit Traubenkernöl und wertvollen Vitaminen für jeden Hauttyp intensiv feuchtigkeitsspendend und zart schmelzend. Und dazu habe ich mir jetzt noch dieses Modell geholt. Und zwar Totes Meermaske beugt Unreinheiten vor mit Totes Meerschlamm. Steht hier. Klärend unreine Haut. So, ja. Die sind auch immer, ich finde die sehr gut und vor allen Dingen sind die auch günstig. Und da sind, wie gesagt, immer 2 Stück drin. Und jetzt habe ich was ganz Neues entdeckt. Und zwar ist das von Lavera. Ihr kennt ja sicherlich alle diese Nivea-Cremes. Diese typische Nivea-Creme in der Verpackung, also in der blauen Verpackung. Und ich dachte mir diesmal, dass ich meine Gesichtspflege vielleicht einfach mal durch eine ganz einfache Creme ersetze und habe zu diesem Tiegelchen gegriffen, beziehungsweise zu dieser Cremendose. Und die ist wie gesagt von Lavera mit Bio-Shea, Butter und Bio-Mandelöl, pflegt intensiv und schützt reichhaltige Pflege für besonders trockene Haut. Ist also auch vegan und ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht sollte ich sie mal aufmachen, ich kann ja mal dran riechen. So. Und das kann ich mir sehr gut als Tages- und Nachtpflege vorstellen, sodass man, so sieht sie auf jeden Fall aus. Seht ihr das? Also so ein bisschen leicht gelblich. Und riecht natürlich sehr nach Naturprodukt, also dieses typische naturkosmetische Geruch. Dieser typische, meine ich. Und wir testen das gleich mal. Live-Test vor der Kamera. So werden die Videos natürlich nicht nur 20 Minuten lang. Oh ja, sehr, sehr gut. Lässt sich sehr gut verteilen und zieht sehr schnell ein, ist aber dennoch fettig, genauso wie ich es mag. Ich mag diese Mischung und da ist es echt schwierig, was zu finden. Also ich glaube, das wird mein neuer Favorit werden. Und jetzt kommen wir zu den Schätzen. Ich zeige euch mal 2 Sachen, die kennt ihr wahrscheinlich schon, weil die älter sind. Und zwar sind das hier 2 Liquid Lipsticks, also die sind von Essence. Und da fand ich diesen Ton hier, das ist so ein Rostbraun, so ein Rostrot, fand ich ganz schön für den beginnenden Herbst. Es wird ja bald Herbst. Und da fand ich diesen Ton sehr schön. Die sind wirklich eben sehr, sehr flüssig. Und dazu noch so ein Nude-Ton. Ein ganz einfach gehaltener Nude-Ton. Den kann man vielleicht auch über einen Lippenstift einfach mal drüber geben. Und um den dann irgendwie abzumildern oder eben den, ja, nicht so kräftig wirken zu lassen. Und auf dieses Produkt war ich wirklich total scharf, muss ich sagen. Da habe ich wirklich Ewigkeiten drauf gewartet. Und jetzt habe ich es endlich bei Catrice gefunden bei uns. Und zwar ist dies, und zwar ist das die HD Liquid Coverage Foundation. Ein schöner Zungenbrecher und das sieht ja schon mal total toll aus. Ich finde die Verpackung sehr, sehr gut und ich habe sie ausgetestet. Ich habe mir zwar letzten Monat erst ein Make-up geholt, auch ein relativ teures. Ich glaube, das hat 14 Euro gekostet und diese hier hat 7 Euro gekostet. Aber von der Deckkraft her ist sie wirklich
super. Also das, was ich vorhin ausgetestet habe, und ich finde diese Verpackung so toll mit dieser Pipette. Sehr schön. Ich freue mich schon, das auszuprobieren. Ich habe jetzt hier den Farbton Warm Beige, also die 040. Da ich euch ja diese Produkte damals vorgestellt hatte, die es dann noch nicht im Handel gab, war ich natürlich gespannt, diese dann mal auszutesten. Und da habe ich mir diese beiden Lidschatten geholt. Das ist von auch von Catrice, Preta Lumière hießen die, glaube ich. Genau, und einmal die Farbe 010 Creme Brün und, was habe ich hier noch? Und die Farbe 020 Preta Pearl. So, und ich zeige euch das mal an, wie die aussehen. Und die sind wirklich sehr, sehr farbintensiv. Ich habe sie ausgetestet. Ich habe ja solche Farben eigentlich schon. Das sind ja jetzt eigentlich solche typischen Standardfarben, immer diese Brauntöne und Cremetöne. Aber ich fand diese Pigmentierung und dieses, ja, dieses intensive Farbergebnis wirklich sehr, sehr schön und deswegen habe ich sie mitgenommen. Die sind natürlich relativ teuer, sie kostet eine 4 Euro. Es ist schon sehr teuer, wie ich finde, also gerade für den Drogeriehandelbedarf. Aber wie gesagt, sie sehen sehr, sehr schön aus. Und dann habe ich noch etwas entdeckt und zwar einen Blush. Der ist jetzt zwar nicht neu, aber ich fand diese Farbe so total toll. Also so Rosenholz ähnlich. Und der ist von P2 Glow Touch Compact Blush und das ist die Farbe 010 Touch of Berry. Und der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Schaut euch diesen Ton mal an. Ich finde den gerade ja, für den Übergang zum Herbst sehr schön. Ich kann mir das sehr gut in Kombination mit irgendwas Goldenem vorstellen. Oder ja, vielleicht so mit roten Lippen, so rostbraun, rostrot. Ja, kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und die Farbabgabe ist auch gut gewesen, also sie war auf jeden Fall da, definitiv, aber eben nicht so extrem, also das mag ich ja auch. Ich zeige euch jetzt noch zwei Sachen und dann kommen wir zu den absoluten Highlights, also meiner Meinung nach. Und zwar habe ich mir einmal noch von Trend It Up ein Calcium-Gel geholt, das ist für die Fingernägel, das kann man als Space Coat drauf machen und da ist eben fliegendes Calcium drinne. Für brüchige, splitternde Nägel mit härtendem Hexa-3-Komplex schützt die Nagelspitzen vor dem Absplittern. So, also man trägt das dann auf und danach kann man einfach die Nägel lackieren. Und das fand ich mal ganz interessant und deswegen durfte ich das auch mit. Dann hat mir meine Freundin einen ganz, ganz tollen Nagellack geschenkt. Und zwar ist das einer von Catrice und ich mag diese Farbe total. Das ist so ein, ja, ein kräftigeres Rot, aber es hat so leichte Schimmerpartikel. Also nicht kräftig, aber so, ja, so ein bisschen bärig noch für den Sommer. Kann man es auf jeden Fall gut nehmen und es heißt Snow White's Apple White. Das ist die Farbe 92, auch von Catrice. Und jetzt, ja, ich habe euch die ganze Zeit auf die Folter gespannt, ich weiß, aber das sind so schöne Töne und das sind alles drei Nagellacke. Normalerweise kaufe ich mir immer einen Essig-Nagellack, aber den habe ich diesmal zurückgelegt, weil ich so schöne Töne entdeckt habe. Die sind von Trend It Up und jetzt haltet euch fest. Und just in diesem Moment geht meine Kamera aus und zwar sehen die so aus. Also ich finde die so schön, ich habe sowas auch noch nie gesehen, ich swatch euch das auf jeden Fall nochmal. Also ich habe extra meine Fingernägel ablackiert, damit ich euch das zeigen kann und blende es euch dann nochmal von nahem ein. Das ist ein wahnsinnig toller Ton, das ist aber alles eine Limited Edition, also das ist von Trend It Up. Da müsst ihr auf jeden Fall schnell sein, also bei uns waren nicht mehr viele da. Und das ist einmal die Farbe 030, das ist die Farbe 010 und die Farbe 020 und das hier kann man auch noch sehr gut im Sommer tragen. Aber eben auch, ja, weil es eben so leicht glänzende Goldpartikel hat und das sich so schön auftragen lässt, kann man das zum Beispiel auch auf die Spitzhüne geben und dann so nach unten verlaufen lassen. Das hatte meine Freundin mal auf ihren Nägeln und das sah so schön aus. Und vielleicht kann man dazu auch diesen Ton drunter machen und der sieht auch richtig toll aus, so karamellmäßig. Ich mache euch das mal auf die Fingernägel und dann zeige ich euch das. Und ich sage euch, mir gefällt das sehr, sehr gut und gerade für den Herbst auf jeden Fall. Sehr schöne Töne. Diesmal hat Klein Baby nicht zu viel abgesahnt, also geht es relativ schnell. Und zwar habe ich einmal diese Pflegetücher geholt. Das sind ja eigentlich sowas wie Taschentücher. Noch für die Wickelkommode. Die sind von Huggies Happies 80 trockene Babypflegetücher. Und die landen auf meiner Wickelkommode. Wie ihr seht, steht die hier. Und wie ihr auch seht, was ich gerade sehe, dass man die ganzen Produkte sieht. Ich hoffe, es stört euch nicht. Auf jeden Fall geht es weiter und zwar für Elias habe ich das hier geholt. Ein Alverde Baby Bart Shea Butter Bio Kamillenextrakt. Reinigt sanft Babys zarte Haut. Kenne ich auch so noch gar nicht. Auf jeden Fall sehr angenehm, finde ich. So nach Shea Butter irgendwie, wenn man so viele Produkte immer kauft und da so viel Shea Butter drin ist, hat man irgendwann dieses Gefühl, wie das riecht. Aber ich glaube, ja, das riecht halt so buttrig, irgendwie ein bisschen nussig, würde ich sagen. Aber auch so nach Vanille. Aber jetzt nicht zu intensiv, also nicht, dass ihr denkt, es riecht total nach Nuss. Auf jeden Fall fand ich das sehr ansprechend und das durfte natürlich mit. Dann noch einmal Windeln für den Kleinen, falsch rum.
die Einzelwindeln, die sind ja des Öfteren mal ausverkauft und deswegen habe ich sie jetzt mitgenommen. Dann habe ich mir noch für Elias das hier geholt oder auch für mich, je nachdem in welche Hände es gerät. Und zwar sind das Erdbeermilchkekse und die sind neu ab dem 10. Monat. Und ja, ich bin gespannt, wie die schmecken. Ich kann es euch noch nicht sagen, auf jeden Fall ja, steht hier knapper Spaß mit der Aletebande. Also das sind auf jeden Fall kleine Tiere, die dort abgebildet sind. Und ich freue mich, die nachher aufzumachen. Glücklicherweise sieht man ja in den ganzen Videos immer den Unterkörper nicht, ja. Das finde ich sehr schön. Also bis hier oben hin geht es ja noch, außer dass meine Arme natürlich dicker geworden sind und so. Dann habe ich noch für Elias Quetschis mitgenommen und ich zeige euch jetzt mal die Richtungen. Ich habe von jeder Richtung ein paar mitgenommen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz schnell die Richtung Kiwi, Banane, Birne. Wassermelone, Banane in Apfel, dann haben wir noch Mango und Papaya in Apfel und Erdbeere und Heidelbeere in Apfel. Also meistens ist es ja Apfelmus und dann in irgendeiner Geschmacksrichtung. Und dann habe ich noch etwas entdeckt, was wahrscheinlich für die Mamis unter euch sehr praktisch ist. Ich habe es damals nicht genommen und ich fand es eigentlich auch übertrieben. Aber jetzt habe ich es mitgenommen, weil ich es einfach mal testen wollte. Und da gibt es auch eine Sparaktion und zwar kriegt ihr 50% gratis. Für diesen, ja, von diesem Spülreiniger, das ist eben für die ganzen Flaschen und Nuckel und Weißringe und sowas, also was die Kinder in den Mund nehmen, um das damit abzuwaschen. Und dann habe ich noch etwas mitgenommen und zwar eine Zahnpasta für Elias, die ist jetzt von Elmex. Ich hatte ja sonst immer die von Veleda, also meistens naturkosmetische Sachen und die hat bei Stiftung Warentest mit der Note sehr gut abgeschnitten, 1,4. Das war im Jahr 2015, 12/2015. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass es relativ aktuell ist. Und die ist bis zum 6. Geburtstag, ab dem 1. Zahn. Und jetzt habe ich noch was ganz, ganz Tolles. Das habe ich aber bei Rossmann gefunden und nicht bei DM. Denn bei DM, finde ich immer, sind die Nuckel so vergriffen. Ich habe zwar schon gefühlt 300 Nuckel, ganz ehrlich. Aber das muss ich einfach mitnehmen. Ich sage es euch. Sehen die nicht niedlich aus? Die sind einmal so silber und gold mit so leicht braunen, dunkelrottönen. Und das stelle ich mir so schön im Herbst vor. Ich habe es ja auch schon ausgerechnet, 0 bis 6. Passt also auch zu Weihnachten. Zu Weihnachten dann Gold und zu Silvester dann Silber. Ja gut, das ist natürlich völlig übertrieben und eigentlich auch nicht notwendig. Aber diese Genius-Nuckel hatte ich bei Elias auch immer. Das sind halt die teuersten mit eigentlich von Nuck, weil die irgendwie besonders geformt sind. Aber ja. Deswegen habe ich die jetzt eigentlich mitgenommen, also nur wegen der Farbe. Das war es auch schon mit den Baby- und Kindersachen und jetzt zeige ich euch noch die Haushaltssachen und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Wir nun zum letzten Teil und zwar zu dem Haushaltsteil. Da habe ich nicht sonderlich spektakuläre Sachen eingekauft. Einmal Küchenrollen, die braucht man ja immer mal wieder in der Küche und überall. Und dann habe ich noch einmal Taschentücher mitgenommen, weil die nämlich auch leer gegangen sind und dann nehme ich meistens immer die Soft und Sicher, diese Variante mit diesen schönen Motiven von DM. Und ja, was soll ich dazu sagen? Taschentücher eben, die kann man immer mal wieder gebrauchen, gerade als Mama. Da ich ja gerade in der Nestbauphase bin und wie ihr wahrscheinlich wisst, oder zumindest einige von euch, dass ich ja die ganze Wohnung komplett von oben bis unten noch putzen möchte und aussortieren und ja, alles möchte. Deswegen habe ich mir Rohrreiniger mitgenommen. Das habe ich zwar ja neulich erst gemacht, aber man weiß ja nie und deswegen, das wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Allerdings sind das natürlich chemische Mittel und da muss ich euch mal was fragen. Weiß jemand von euch zufällig, wo ich einen Mundschutz herbekomme? Denn wenn ich zum Beispiel auch mit diesem Mittel hier hantiere, möchte ich jetzt nicht zwangsläufig das einatmen. Natürlich kann ich die Fenster aufmachen und natürlich ist es wahrscheinlich zu übertrieben. Also ich nehme auch sonst normale Putzreiniger oder ja, wo chemische Sachen drin sind. Also aber gerade wenn man so lange im Bad ist und das so extrem sauber macht oder die Küche, dann ist es wahrscheinlich doch besser, wenn man da eben einen Mundschutz nimmt. Also ihr könnt mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es bis dato nicht gefunden. Ich wäre euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und ja, dann habe ich noch das hier mitgenommen. Silette Bank Kraftreiniger Kalk und Schmutz Toro Schaum. Da gab es auch 33% gratis dazu. Und das ist eben fürs Bad und die Küche. Und das kann man halt fast für alle Sachen nehmen. Also nicht für alles, aber fast für alles. Und aufgrund dieser Putzsituation habe ich mir natürlich noch Handschuhe mitgenommen. Ganz normale Gummihandschuhe, Haushaltshandschuhe, strapazierfähig und griffsicher, sehr gutes Tastempfinden. Ein paar. Und jetzt was ganz Spannendes und zwar Klostein bzw. ein WC-Duftstein mit einem Körbchen und 4 Duftsteinen in der Richtung Zitrone. Das muss ja jetzt nichts Spannendes und Spektakuläres sein. So sehen die aus und so sieht das Körbchen dazu aus. Für meinen Mops Emilchen ein paar Würstchen und zwar 8 saftige Würstchen mit Rind ohne Zuckerzusatz
Und das ist sie auch auf dem Bild. Nein, das war ein kleiner Spaß. Habe ich mir noch als Zwecktücher geholt. Also die nehme ich immer, um die Küche sauber zu machen. Die sind eben für die Küche gedacht und zum Abwaschen. Und dann noch einmal das hier. Und zwar ist das ein Hygienespüler, Wäschedesinfektion, beseitigt 99,99% der Bakterienpilze, speziellen Viren. Das ist ideal auch für Baby- und Kindertextilien. Das heißt für mich, also ich werde das erste Mal die Babykleidung damit waschen. Ich weiß, es ist sehr übertrieben und es muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich mag das irgendwie und ja, deswegen habe ich das gekauft. Sonst mache ich das auch nicht. Also das habe ich damals auch bei Elias, glaube ich, nur beim ersten Mal gemacht, um diese ganzen chemischen Sachen aus den Sachen zu kriegen. Ich werde die sowieso, glaube ich, zweimal waschen, die Sachen. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen, dass man die mehrmals waschen soll. Und deswegen, ja, werde ich das auch tun. Und dann habe ich mir einmal noch einen Weichspüler mitgenommen. Ich nehme ja sonst eigentlich keinen Weichspüler, aber weil ich ja, wie gesagt, in dieser Nestbauphase bin, beziehungsweise Nestbautrieb, alles sauber zu machen, dachte ich mir, wenn ich die ganzen Schals und Gardinen und diese Sofakissen und alles solche großen Sachen, die man halt nicht so oft wäscht, wasche, dann ist es ganz neckisch, wenn das Ganze auch noch gut schnuppert und vor allen Dingen intensiv und lange schnuppert. Und das ist ein super Konzentrat und das sieht ja so rosenholzähnlich aus. Das hat mich natürlich angesprochen und der Duft auch. Der Duft, ich rieche mal dran und versuche es zu beschreiben. Also es hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Abgang. Und interessant in dem Sinne, meine ich nicht negativ. Ja, das riecht so ein bisschen edel. Ich kann es nicht beschreiben. Ihr müsst da mal dran schnuppern. Auf jeden Fall kann ich mir das sehr gut im Wohnzimmer vorstellen. Und das ist auch wirklich sehr, sehr lange riecht. Also mit Lenore habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. So, dann noch für kleine Mopsilein. Hier einmal Futter. Exquisit dein Bestes mit frischem Geflügel. Nichts Spannendes, aber sie frisst es. Auch wieder ganz unspektakulär sind die Tabs für den Geschirrspüler. Denk mit Geschirrreiniger Classic 60 Tabs. Legt ja keinen Wert drauf, weil mir muss da kein Diamant oder sowas dergleichen in der Mitte sein. Einfach nur, damit es seinen Zweck erfüllt. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft, denn ich habe jetzt nur noch einmal das für euch. Einmal Denk mit Vollwaschmittel ultrasensitiv. Damit werde ich die ganze Baby Wäsche waschen. Jetzt hätte ich mir fast an den Kopf geschlagen. Auf jeden Fall, ja. Ich schaue mal dort runter, weil das nämlich alles noch in dieser riesen Kiste gestapelt ist. Also ich muss auf jeden Fall noch einiges waschen. Und das werde ich damit tun. Und für uns, also für die normale Wäsche, habe ich jetzt Lenore genommen, Vollwaschmittel. Das fand ich eigentlich auch okay und deswegen habe ich das mitgenommen. Jetzt bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt alle durchgehalten und für den einen oder anderen war etwas Spannendes dabei. Ich verlinke euch auch gerne nochmal hier meine anderen Social Media Kanäle. Wer mich noch nicht kennt oder wer sehen möchte, was ich so den ganzen lieben langen Tag treibe, der kann da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann, meine Lieben. Tschüss!